Geistes. Gnade und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es ist ein außergewöhnlicher Sonntag. Es ist ein Sonntag, an dem wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten erleben müssen, dass Krieg in Europa ist. Eine Situation, die vielen Menschen Angst macht, Unsicherheit macht. Viele Menschen müssen in diesen Tagen furchtbar leiden unter Gewalt, Aggression, unter falscher Politik. Was wir dagegen setzen können, ist das Gebet. Und so darf ich heute diese Friedenskerze entzünden und darf einladen, dass wir schweigend für alle beten, dass dieser Krieg bald zu Ende gehen möge und dass es möglichst wenig Opfer geben möge, dass Gott all den Opfern beisteht. Das Licht Christi alle erleuchten und lieben. Amen. Am Beginn des Gottesdienstes gilt es nicht nur in die Ferne zu blicken und dort Fehler zu finden, dort zu sehen, was nicht gut läuft, sondern auch in unser eigenes Leben zu schauen und alles, was nicht gut war, vor den Herrn zu bringen und ihn mit dem Kyrie Nummer 164 um Vergebung zu bitten. Thank you.
Allmächtiger Gott, deine Vorsehung bestimmt den Lauf der Dinge und das Schicksal der Menschen. Lenke die Welt in den Bahnen deiner Ordnung, damit die Kirche in Frieden deinen Auftrag erfüllen kann. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Aus dem Buch Jesus Sirach. Im Sieg bleibt, wenn man es schüttert, der Abfall zurück. So entdeckt man den Unrat eines Menschen in seinem Denken. Der Brennofen prüft Töpferware und die Erprobung des Menschen geschieht in der Auseinandersetzung mit ihm. Den guten Boden eines Baumes bringt seine Frucht zum Vorschein. So das Wort, die Gedanken des Herzens. Lobe keinen Menschen, ehe du nachgedacht hast, denn das ist die Prüfung für jeden. Wort des lebendigen Gottes. Seid stets voll Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeblich ist. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt. Denn jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein Mund. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Mitfeiernde über das Internet, es ist also heute Faschingssonntag und der erste Gedanke könnte doch sein, also dann müssen wir eigentlich eine Faschingspredigt halten. Da bin ich nicht so gut und ein bisschen ermüdet bin ich jetzt auch schon nach 4,5 Stunden Passionsspielproben. Aber immer noch bewegt mich, was wir gerade gehört haben, ein kraftvolles Evangelium, ein herausforderndes. Vielleicht auch ein Evangelium, das besonders in diese Tage des neu begonnenen Krieges passt. Nämlich trotzdem Hoffnung zu haben, dass da Gutes ist, dass da Gutes aus Gutem wächst, dass da gute Menschen sind, die Gutes hervorbringen und dass wir eben nicht den Blick allein auf das haben, was da traurig, schrecklich und falsch ist. Am meisten, schon von Ministrantenzeiten an, bewegt mich ja dieses Bild mit dem kleinen Splitter im Auge des anderen und dem Balken im eigenen Auge. Also irgendwie die Relationen ganz verloren zu haben. Ich glaube tatsächlich, das ist also auch ein Zeichen unserer Zeit, dass wir gern immer den Fehlersinn suchen. Das, was nicht richtig ist, suchen. Das, was uns runterzieht, vielleicht auch suchen. Dass wir immer wieder finden, was schlecht, was falsch, was ungerecht ist. Und darüber völlig den Blick verlieren auf das Gute. Auf das viele, viele Gute, das selbst inmitten diesem Negativen zu blühen beginnt. Noch schneit es ja ein bisschen bei uns, aber bald werden wieder die Frühlingsblumen kommen. Die kommen so mitten aus dem Grau in Grau, mitten aus dem Grün hervor, das noch nicht so richtig kräftig grün ist. Das ist es, was wir entdecken sollen. Dort, wo die Dinge zum Guten hin wachsen und leben. In diesen Tagen fällt mir ganz besonders, letztendlich vielleicht auch mit diesem Krieg, wo Russland gegen die Ukraine in den Krieg gezogen ist, fällt mir ein, dass der Gründer meines Kinderchores, der Gumpoldskirchner Spatzen, der hat mal erzählt, wie er in Russland in Kriegsgefangenschaft war. Hat mich bewegt, denn das war sicherlich schwer. Und er hat erzählt, also da waren riesige Felder, wo sie, also die waren halt dort eingesperrt, aber irgendwie, sie haben nicht gescheit was gekriegt und sind schlecht versorgt worden. Also eigentlich ein Ort völliger Hoffnungslosigkeit. Und dort haben sie etwas gefunden, das Kraft gibt, das Leben, das Freude, denke ich, auch geschenkt hat. Sie haben miteinander gesungen. Das Lied, das Miteinander singen, das hat man ihnen nicht nehmen können. Und so haben sie in einem riesigen Chor mit, weiß ich nicht, tausenden Menschen gemeinsam gesungen.
und haben sozusagen in diesen dunklen Moment Licht gebracht. Weil sie gesehen haben, selbst jetzt können wir ja, Gutes erleben, Gutes tun, Gutes entdecken. Das, was Gutes in uns ist, das können wir hervorbringen. Nicht, dass wir uns hinunterziehen lassen, dass wir aufgeben. Nein, in uns drinnen steckt immer noch etwas, das Kraft hat. So wie eben die Lieder, die sie da miteinander gesungen haben. Und diese Kraft, diese Freude an der Musik, die hat er dann eben auch wieder nach Hause gebracht. Ich denke, das ist, ja, hat mich als Kind sehr bewegt. Und so könnte man wahrscheinlich ganz viele Beispiele finden, wo Menschen mitten in einer Krankheit hinein einen positiven Gedanken finden, etwas neu geschaffen wird, das uns Kraft gibt und Freude. Das ist also etwas ganz Wunderbares. Aber der Blick drauf, den dürfen wir nicht verlieren. Vielleicht ist es notwendig, auch in diesen Tagen eben ein bisschen Faschingsstimmung zu haben. Obwohl das mit Corona noch ein bisschen ist und obwohl das mit dem Krieg ist und obwohl ja, die Kirche sagt, na, am Mittwoch ist es schon vorbei, das ist endlich Aschermittwoch. Es gibt sozusagen diese Freude im Herzen, die Freude in der Familie, die Freude am Miteinander, die gilt es zu halten und zu stärken. Nicht das Negative, nicht den Splitter zu sehen, sondern lieber das, was da Gutes ist. Die guten Früchte, von denen gesprochen wurde, wahrzunehmen. Dass eben Gott sei Dank in so vielen, ja vielleicht in fast allen Menschen, letztendlich Gutes im Herzen ist, die man nur ja, Platz bringen muss, die man nur quasi stärken muss, damit er richtig gut aufgehen und blühen kann. In diesen Tagen, da kommt immer wieder dieses heraus, wir brauchen einen Schuldigen, es muss jemand verantwortlich und schuld sein, statt dass wir sehen, es gibt auch in diesen Tagen aufbauendes Positives, neues Leben, das wächst, das gilt es in diesen Tagen besonders wahrzunehmen. Und vielleicht auch anderen diese Freude zu machen, dieses Gute zu sehen, vielleicht sich zu überwinden und ausgerechnet in diesen Tagen seinem Nachbarn mal einen Witz zu erzählen, dass er mal einen Moment besonders lachen kann. Denn der Fasching gehört genauso dazu zum gemeinsamen Leben, wie dann eben diese Fastenzeit, die uns in Richtung Ostern gut vorbereitet. Aber wer nicht vorher gefeiert hat, kann ja noch einmal nicht darauf verzichten. Wer nicht vielleicht auch an diesem Wochenende ein gescheites Schnitzel gegessen hat, wird gar nicht merken, wenn wir am Aschermittwoch bewusst versuchen, auf Fleisch und solche Dinge zu verzichten. Beides gehört zum Leben. Und wenn wir eher den Blick auf das Positive behalten, dann trägt uns das in Richtung Himmelreich. Was uns auch immer wieder hilft, uns gemeinsam gut und stark zu machen, das ist, dass wir den Glauben gemeinsam haben. Den kann uns auch keiner wegnehmen. Und wir wollen ihn nun gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der haben und keinen Horizont mehr sehen, um die Weite der Möglichkeiten, die du
du schenken kannst. Gott, du unser Halt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die sich täglich einsetzen, um anderen in der schweren Lage zu helfen, um Wertschätzung und inneren Frieden bei ihrem Dienst. Gott, du unser Halt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft, die durch viele neue Entscheidungen herausgefordert sind, um Klugheit im Handeln und Mut in die Zukunft zu schauen. Gott, du unser Halt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Krisenregionen dieser Welt, besonders für die Ukraine, dass der Einsatz von Waffen ein Ende findet und die Menschen miteinander in Frieden leben können. Gott, du unser Halt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Kranken, die oft auch einsam sind und sich ohnmächtig fühlen, um Gesundheit an Leib und Seele und um neue Hoffnung. Gott, du unser Halt. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott und Vater, du kannst unsere Grenzen sprengen und uns Zukunft und Hoffnung schenken. Begleite uns auf unserem Lebensweg und höre auf unsere Bitten durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
so nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod und deine Auferstehung preisen, bis du kommst in Heiligkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Christoph, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, mit deinem ganzen Volk in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und der Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst, dass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem Heiligen Josef, deinen Aposteln und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir gemeinsam beten, die der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater,
durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Verlautbarungen für diese Woche. Morgen um 10.30 Uhr Rosenkranz und Montag um 10.30 Uhr Rosenkranz und um 11 Uhr Begräbnis von Herrn Gerhard Bürger bzw. Lockerbauer. Am Faschingdienstag findet keine heilige Messe statt. Aschermittwoch strenger Fast- und Abstinenztag. Um 15 Uhr Aschenkreuzfeier für Kinder und Senioren mit Austeilung des Aschenkreuzes. Um 18.30 Uhr heilige Messe mit Austeilung des Aschenkreuzes. Freitag um 37 Uhr Frauenmesse, anschließend ganztägige Anbetung bis 18 Uhr. Freitag um 19 Uhr ist in der Pfarrkirche ein Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frau. Samstag um 19 Uhr heilige Messe. Sonntag um 7.30 Uhr und um 9 Uhr heilige Messe, um 14 Uhr Kreuzweg. Für die Pfarrgemeinderatswahlen haben uns 15 Kandidaten zugesagt, sich der Wahl zu stellen. Von den vorgeschlagenen Personen haben wir fast alle kontaktiert, einzelne aber leider nicht erreicht. Falls jemand kandidieren wollte, den wir nicht erreicht haben, möge sich diese Person an diesem Wochenende noch melden. Wir danken allen, die sich der Kandidatur stellen und bitten alle Kirchschlager, an der Wahl am Wochenende vom 20. März teilzunehmen. Unsere Caritas ist in der Ukraine präsent und hilft mit Spenden an die Caritas, Verwendungszweck, Nothilfe für die Ukraine, kann man sich an dieser Hilfsaktion beteiligen. Und morgen Sonntag ist um 7.30 Uhr Heilige Messe, ab 8.30 Uhr Liedprobe und um 9 Uhr Familienmesse mit unseren Erstkommunionkindern. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich möchte nochmal Danke sagen, also allen, die sich der Wahl zum Pfarrgemeinderat stellen. Und ich hoffe, dass wir ganz viele haben, die dann auch an der Wahl teilnehmen und ihre Stimme abgeben. Ich habe gerade erzählt, auch für Kinder gibt es eine Stimme, die man abgeben kann. Also es zahlt sich wirklich aus, dass wir da gemeinsam unseren neuen Pfarrgemeinderat legen. Damit sagen, dass das uns wichtig ist. Ich möchte Danke sagen allen, die mithelfen in der Pfarre, zum Beispiel eben die wunderbare Friedenskerze gemacht haben. Die Einladung, ein Vorschlag unseres Bischofs ist, man kann sich dieses Licht des Friedens auch nach Hause nehmen und immer wieder diesen Frieden zu beten. Das ist, glaube ich, in diesen Tagen besonders wichtig. Ich möchte mich auch bedanken für die wunderbare Musik. Weil wir erzählen, wie viel Kraft in der Musik liegt. Und das gilt ganz besonders für die Kirchenmusik und unsere Orgel. Und auch allen anderen, die mitfeiern und mitgestalten. Vielen Dank. Besonders auch denen, die sich jetzt schon so engagieren und schon fleißig für das Passionsspiel kommen. Ich wünsche uns eine besondere Woche, die mit Fasching beginnt. Aber ich hoffe, auch am Mittwoch, zum Aschermittwoch, sehen wir uns alle zur Aschenkreuzfeier wieder. Und möchten wir den Segen auf uns alle besonders erbitten. Der Herr sei mit euch. So segne und behüte euch und all eure Lieben, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.